Grüß euch, Servus. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich den Sterndal- und Mohnsalat mache. Vor allem Sterndalsalat. Und den mache ich mit der Yambohne oder auch Benkuang. Und das zeige ich euch gleich. Die Yambohne oder auch Benkuang genannt, gehört zu den Schmetterlingsblütenartigen und zwar genauer gesagt zur Familie der Hülsenfrüchtler sogar. Die Wurzel schmeckt ein bisschen süß, aber nur ein bisschen, eigentlich sehr, sehr saftig und passt auch zu Salaten sehr gut. Sie kann natürlich auch pur gegessen werden, aber dazu nehme ich die Wurzel, die wird geschält. Die Schale ist eigentlich sehr gut abziehbar. Hier habe ich schon eine eben vorgeschält und hier zeige ich, dass ich die eben relativ dünn schneide in dem Fall, also so 3 bis 5 mm, jedenfalls nicht dicker. Und natürlich, bevor ich etwas mische, koste ich es auch immer vorher. Ich habe es ein bisschen dünner hier jetzt noch eingestellt auf die ca. 3 mm. Und es geht natürlich ganz leicht zu schneiden mit dem entsprechenden Küchengerät. Man sieht sehr schön weiß. Es ist nicht so scharf wie zum Beispiel Kohlrabi. Wer sich das anschaut, denkt sich vielleicht, ach, das kann ich mit der Kohlrabi auch machen. Aber die Kohlrabi, die gehört zu den Kreuzblütenartigen, zu den Kreuzblütlern und hat immer etwas mehr Schärfe drinnen. Beim Schneiden bitte immer auch auf die Sicherheit achten und den Fingerschutz verwenden. Das geht auch bei dieser Wurzel sehr gut. Zicke zack, bis dann der letzte Rest schön geschnitten ist. Wer hat, kann so etwas natürlich auch mit einer Brotschneidemaschine machen. Wir haben so etwas nicht, deswegen schneide ich es einfach mit einem Hobel. Ja, und dann immer so 2-3 Scheiben können gleich auf einmal genommen werden. Ich habe das so kleine Mini-Ausstecher aus dem Küchenfachhandel und steche da gleich in einem Stück 3 Sterndal oder 3 Monde aus. So viel wie halt das Sterndal, die Sterndalform durchstechen kann. Natürlich verwende ich auch den Rest, also das heißt alles, was da übrig bleibt, verwende ich dann in einen anderen Salat. Das ist dann natürlich eine andere Geschichte, kann ich genauso verwenden oder auch anders zubereiten. Ja, und dann serviere ich das Ganze. Ich verwende sehr gerne die Nelkenartigen. Das ist ein Eiskraut. Das habe ich in dem Fall auch bei Orkus bestellt. Das gibt etwas mehr her als Spinat. Da hat man wirklich das Gefühl, dass man wirklich ein Blatt im Mund hat, das auch sehr bekannt ist, viel salziger als Spinat, also angenehm. Ich salze ja nicht extra, ich verwende in diesem Fall auch keine Marinade, weil ich überhaupt am liebsten pur esse. Und wenn das auf so einem Teller angerichtet ist, ist das auch sehr nett. Hier habe ich Vogelmiere aus dem Garten. Da ist ein bisschen Taubnessel noch dazwischen. Und die arrangiere ich einfach rundherum. Das Gras gebe ich raus, das möchte ich in diesem Fall nicht drinnen haben. Und noch eine Taubnessel. Die schmecken auch sehr würzig und sind auch noch sehr gut zu finden. Und hier habe ich noch etwas Borretsch. Beim Borretsch habe ich da ein paar Samen noch dabei. Das ist eigentlich das Wertvollste in diesem Fall. Für die guten Omega-3-Fette und Linolensäuren, also Fettsäuren. So, und dann kommen schon die Sternchen drauf, Mond. Die
Die machen den ganzen, also das ganze Arrangement schön saftig. Und sie schmeckt sehr dezent. Also sie ist wirklich sehr gut zu kombinieren und auch nicht zu scharf. Die Schärfe in manchen Kreuzblütern ist ja auch manchmal kontraproduktiv. Ein bisschen ist gut, zu viel ist nicht so gut. Deswegen ist Abwechslung sehr wichtig. Da habe ich eine Limette darüber. Das ist angelehnt an die traditionelle Zubereitung aus dem Land, in dem die Jambohne wächst. Das ist leider Gottes bei uns nicht so möglich. Und ein bisschen Chili. Chili wächst auch bei uns im Garten. Einfach ein bisschen gemahlen und ein bisschen drüber gestreut. Das passt auch sehr gut. Leider ist das Glas schon ziemlich leer. Wird bald ein anderes geöffnet. Ja, und dann noch ein bisschen Avocado. Also in diesem Fall nehme ich kein Öl extra dazu, sondern zur Abwechslung auch einmal ein bisschen Avocado. Eine halbe wird wahrscheinlich reichen. Die wird natürlich wieder geschält und in kleine Stücke geschnitten und auch draufgelegt. Ja, und dann habe ich noch Ende November, da ich dieses Video gedreht, eine Tomate aus dem Garten gehabt, die wird so reif, dass die Haut sogar wirklich abziehbar ist. Das ist etwas, wer einen Garten hat, wird das vielleicht schon beobachtet haben, wenn da mal Tomaten drauf bleiben oder weil sie eben schon angefressen sind, die Schale wird von den Tieren immer übrig gelassen. Und die Schale abziehen geht eigentlich auch nur, wenn sie wirklich aus dem Garten oder ganz reifen konnte. Ja, da schneide ich mir natürlich noch ein paar Stücke drauf. Und auch die habe ich noch im Garten gefunden. Tja, und das war dann der Salat. Am liebsten esse ich ihn einfach mit der Hand in so einem Fall. Da kommen die Geschmäcker richtig pur gut heraus. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen. Guten Appetit! Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch und natürlich übers Abonnieren und sag bis zum nächsten Mal. Servus!